Moment, ich öffne mal meine Vergleichsliste, damit ich auch wieder einen coolen Du hast eine Vergleichsliste. Ja, Bruder, das Abitur war schwierig. Irgendwas musste ich ja machen. Hallo, so ist XD. XD-Roffel. Bruder, diese Übersteuerung. Moin, Freunde. Mein Name ist David mit einem Umlaut. Und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute ein wunderbares Spiel, was überhaupt nicht überteuert ist für den Modus, den man hier hat. Und wir haben einen Gast. Hast du Preis-Leistungs-Verhältnis okay? Wer bist du eigentlich? Kennt man dich? Ich bin neues Dead Adder-Mitglied mit meinem coolen Mundschutz. Oder halt zwei Kühlpacks, weil mir die Weisheitszähne gezogen wurden. Ich meine, brutal rausgeschlagen wurden bei einer Schlägerei mit einem Hater. Wurde deine Freundin nicht ausgeraubt und dann hast du sie gerettet? War das nicht so? Genau so war das. Ich bin ein Held. Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Oh, lol, seit wann gibt's denn so einen Charakter? Den nehme ich sofort. Digga, was? Pauline, Baby. Yo, kann ich auch Pauline? Nimm auch Pauline. Digga, das ist die neue Rosalina. Ey, gibt's ja voll viele Stadien. Also ihr müsst wissen, ich habe das Spiel bisher vielleicht 5 Stunden gespielt mit Kollegen. Ja, same. Aber so an sich ist das halt ein Spiel, was man nur zwischendrin spielen kann. So auf Real Talk-Ebene. Digga, meinst du, es gibt fucking Mario Tennis Aces ESL E-Sport-Spieler? Jetzt mal. Wenn du mich so fragst, ich hoffe nein. Also das wäre... Wenn es das geben würde, dann müssten wir uns auf jeden Fall dafür bewerben. Erstens das und zweitens, das sind dann die Leute... Oh Junge, wie das lag! Oh Bruder, das läuft so flüssig wie Super Mario Maker 2 im Online-Modus. Ja, Mann. Bam. Weg mit dir. Oh, ich hab die Steuerung schon wieder vergessen. Wie ging die überhaupt? Ich drücke aber die ganze Zeit erstmal eine Y. Da gab's doch noch diesen Slow-Motion-Effekt und so. Ja, aber schieß nicht schon, wie das war. Oh Junge, oh, Alter, wie ich dir bekommen. Oh Bruder, jetzt gebe ich dir böse. Jetzt gebe ich... Nein, mach doch, hallo. Dieser Footback. Ah! Nein! So muss das aussehen, Freunde. Back to topic. Mario Tennis Aces, ESL E-Sport-Spieler, sind halt auch so die Leute, die sich fragen, warum sie keine Freundin haben. Mit 30 so. Du, ich verstehe auch gar nicht, warum ich keine Freundin habe. Also, im Übrigen, vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt. Warte, ich muss dich unterbrechen. Sorry, tut mir sehr leid. Aber ich kann dir sagen, warum du keine Freundin hast. Weil du alle schon hattest, Adonis. Shit! Scheiße, mein Controller. Als ob du ihn noch bekommen hast! Du Sohn! Wo lol, was? Pauline! What do you do? Ich wollte so ganz cool auf meinen Tisch schlagen, dabei habe ich meinen Controller runtergeworfen und währenddessen, als er auf den Boden gefallen ist, hat er eine A-Taste oder so gedrückt. Alter, ich kann E-Sportler in Mario Tennis werden. Alter, ich hab's im Leben geschafft. Bruder, diese bildliche Vorstellung, weißt du, so ein richtig hitziger E-Sport 1 gegen 1 Kampf, wie man ihn natürlich kennt. Fuck you, Alter. So, und dann die letzte Sekunde so, vor Schweiß fällt dir der Controller aus der Hand und dann so in Slow-Mo, diese filmreife Aufnahme, wie der Controller genau auf den A-Button fällt, damit einfach den alles entscheidenden Schlag auslöst und du noch die Runde gewinnst. Digga, was war denn das schon wieder, Mann? Alter, weißt du, was dann passieren würde, wenn mir sowas passieren würde? Ich wäre einfach nicht mehr Adonis. Ich wäre Adonis Vater. Digga! Hast du das gesehen? Nee, Digga, du wärst nicht Adonis Vater, du wärst B-Donis. Nein! Wie ging denn diese super Attacke da? Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß. Digga! Kennt irgendwer noch die fucking Steuerung aus Mario Tennis Aces? Ich glaube nicht. Ich hab... Junge, was, Alter? Weg mit dir. Alter, jetzt natürlich kritisch. So, was ich vorhin sagen wollte, vielleicht hat sich der ein oder andere gefragt, warum ich dieses Outfit hier anhab. Ist vielleicht ein bisschen anders als sonst. Nö, nee, es ist ganz... Ich sehe es zwar nicht, aber ich würde sagen, es ist ganz normal. Ist ein bisschen luftig und ich muss aufpassen, dass man meine Nippel nicht sieht, aber ansonsten ist alles gut. Digga, was hast du an? Was hast du an? Ich freue mich schon so darauf, das später zu sehen. Mann, nein! Komm, Vorteil! Baby, komm, wir gehen. Alter, wie geht... Alter, 10. Wolke 10. Ja. So,
wollen natürlich auch hochprofessionelles Tennis-Commentary geben, als ob Sternschlaggewinner. Ey, das ist ja so eine Kacke. Das ist ein Sternschlaggewinner. Du hast einen Stern geschlagen und hast danach gewonnen. Ich hab den zusammengeboxt. Weil ja meine Freundin beleidigt hat. Und genau deswegen werde ich jetzt alles reißen, was man reißen kann. Aber bitte keine Kondome. Bruder, das wäre ja daran habe ich auch schon gedacht. Alter Bruder, wie mache ich denn diese Kack-Special-Attacke? Keine hey, Ahnung, Alter. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das war irgendwie mit ZR oder so. Ach so, kann es sein, dass deine Leiste voll war? Boah, Bruder, hast du das gesehen? Ach so, ja, Leute, stimmt. Welcher bist eigentlich du? Welcher bin ich? Ich kann es dir nicht sagen, weil wir beide. Boah! Ja, Junge, das läuft so flüssig. Es läuft flüssig wie Wasser. Oder wie deine Mutter. Digga, das war schon wieder komplett. Oh, Brudi! Digga, Tobi wird dieses Video sehen, wenn wir nur den Kopf in der Hand haben. Ja, weil das dann Niveau. Dann wird's wieder Ansagen hageln. Nee, das lasse ich lieber. Das wäre sogar für mein Niveau kacke gewesen, der Vergleich. Ansagen wie durch Mikrofone. Nee, Ansagen wie am Bahnhof. Warte, bei mir ist jetzt oben links, glaube ich, die Scheiße voll. Nein, Boom. Ich hab zu spät. Nice. Da stand gerade, ich konnte L drücken. Ja, ja, bei mir auch. Mann, kann ich das jetzt machen? Ich glaube, warte, ich probier's mal aus. Hä? Oh, lol, ich hab's gefunden. Junge! Und was natürlich war? Bekommt das auch noch. Du Easy Sohn! Putze. Du Sohn! Ich bin der Sohn einer Mutter. Demnächst in deinem Kino, hinter deinem Haus. In deinem Pornokeller. Jetzt, Alter. Alter, was geht jetzt ab? Gibt's jetzt endlich eine Striptease-Show, worauf wir alle gewartet haben? Was? Was? Tiebreak? Wenn ich K-Ron boxe, bin ich dann ein Thai-Boxer? Digga, oder will Pauline uns sagen, dass sie eigentlich so eine Thai-Transe ist? Ja. Alter, hast du das gesehen? Was soll ich dagegen tun? Hast du das gesehen, Alter? Ich bin einfach zu krass für dieses Game. Fragst mich überhaupt. Alles sehen kann ich noch. Ich kann nur nicht richtig sprechen mit der Scheiße in der Fresse. Aber es sieht funny aus. Nein, ich hab nicht mehr bekommen. Fuck! Meine Facecam ist beendet. Warum bist du so ein Hurensohn, Kleiner? Nein! Scheiße! Gerade auch so, weißt du, ich wette, das wird so das letzte Video. Alter, Dillack! Was? Jo, oh, Alter! Mann. Wie ich dich zerfetzt habe, Junge. Wie ich dich einfach Bruder, auseinander gerapt habe. Liken, wer es kennt, kommentieren, wer es kennt. Einmal Video teilen, zeigt's euer Oma. Ha! Den Noob! Oh, 4-4. Ich komme mir so dumm vor mit diesen scheiß Kühlpacks, Alter. Oh, glaub mir, ich komme mir gerade auch dumm vor. Ja, das verstehe ich, wenn ich in deinem Körper stecken würde. Junge! Ich habe ja gar keine Chance mehr, das so laggt, Junge! Was ist das? Stress-Guessing-Mechanismen, du Sohn! Und jetzt, für diesen SpongeBob-Verrat werde ich dich jetzt zerlegen. Sagte der. Junge, nein! Das, liebe Fische, was an der Stelle kommt. Ja, wahrscheinlich bin ich einfach so ein Z-Block, deswegen will niemand mit mir chillen. Das macht natürlich Sinn. Junge, was? Was? David, einfach nur was? Was meinst du? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Halt einfach dein Maul und erstell einen Raum. Tun's dir nicht. Ich hab den Raum schon längst erstellt, mein Sohn. Junge, Alter. Was? Wie springst du da hin und her? Ich springe nicht, ich fliege. Baby, komm, Digga, wir fliegen Richtung Wolke 10. Hast du bist zu viel Feenstaub in deinem Arschloch oder was? Alles klar, gönn dir den hier. Warte, Junge. Ja, also ich kann. Geh doch dahin, Waluigi. Oh. Du Sohn. Ich kann mich nur nach wie vor wiederholen. Was? LOL, wie habe ich das denn angestellt? Was war das denn? Was war das denn? Ich kann dir nicht sagen, ich habe irgendwas gedrückt und dann ist irgendwas passiert. Oh. Was ist das für eine Runde? Deine Mutter. Ich rufe gleich die Polizei an, Anzeige schon mal raus, wegen Beleidigung, Paragraph 185. Ja. Warum nicht 187? Ich glaube, das ist wirklich Paragraph 185. Nein, das... Paragraph mit Beleidigung und so. Ich bin Hobbyjurist. Ach so. Liken, wer es kennt. Ich dachte gerade, du willst sagen... Paragraph 187 ist Paragraph 185. David? Die Wurzel aus 187 ist 7 voll. Was möchtest du mir mit der... Junge! Hä? Bist du ein Hä? Mann?
Na, 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 bist du neben. Junge, du hast meine Ehre nicht entwendet, du hast sie pulverisiert, du hast aber mit einem scheiß Schlag meinen gesamten Schläger zerfickt. Ich hab vorhin mit einem Punkt gewonnen, weil ich einfach deinen Schläger kaputt gemacht habe. Hä? Was ist das denn? Naja, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, eine neue Runde hat gar keinen Sinn. Ich habe etwas Wichtiges der Welt mitzuteilen, das ist von höchster Wichtigkeit. Achtung. Tomageddon. Explosive Let's Plays. Wie Bomben. Danke der Nachfrage. Okay. Alles klar. Das war's dann mit dem heutigen Part. Okay, Freunde, lasst einen Kommentar da, den Daumen nach oben nicht vergessen, dann wird man dich loben in der Schule und du wirst Ferien automatisch immer haben, 24/7, liken, wer es kennt. Freunde, ich sehe dich im nächsten Part. Bye, bye. Ich nicht, weil ich blind bin. Ja. Du musst auch Ciao sagen. Ach so. Hi. Alles versaut.